ist Simon Geschke. Ich fahre für Team Sunweb. Der Giro ist halt so die erste Grand Tour im Jahr und genauso hektisch und genauso schwer wie die Tour auch. Von daher ist das eine Riesensache. Und ja, jetzt haben wir die Hälfte rum von den Etappen her, aber die schwersten Etappen kommen halt erst noch. Und ja, wir sind zwar guter Dinge, aber natürlich sehr nervös, weil es wirklich ein großes Rennen ist, eines der größten Rennen im Jahr. Ich heiße Phil Bauhaus und fahre für Team Sunweb. Ja, es ist natürlich eine große Sache mit Tom, wirklich da bis zum Ende um den Sieg mitzukämpfen. Und ich denke, jeder hier im Team gibt alles dafür. Und am Ende müssen wir sehen, was dabei rauskommt. Ja, wir alle hoffen natürlich auf was ganz Großes, aber da muss man noch abwarten. Wir sind wirklich jetzt alle in der Helferrolle und meine Aufgabe ist es, so lange wie möglich bei Tom zu bleiben in den Bergen und ja, weit ins Finale zu kommen. Also nicht bis zum Ziel, aber auf jeden Fall ihn und Laurens so lange wie möglich zu unterstützen und ja, hoffentlich eine wichtige Aufgabe. Fürs rosa Trikot zu sein. Ja. Es ist keine Hektik oder keiner ist nervös, da wir jetzt Führender sind. Es ist so wie vorher. Ja, sehr relaxed, sehr familiär. Ja, sehr, sehr schön. Ich kann mir vorstellen, dass Team Sunweb den Giro gewinnt. Wir haben einen wirklich starken Leader. Es kommt noch ein Zeitfahren, was das Tom in die Karten spielt. Und gut, wir hatten zwar jetzt noch nicht so viele Bergetappen, aber man hat auch gesehen, dass er auch da einer der Stärksten ist. Und als Team sind wir in der Breite auch sehr gut aufgestellt. Eine gut ausgewogene Mannschaft. Und trotzdem, Tag für Tag müssen wir kämpfen. Das kann auch sehr schnell vorbei sein. Und das muss sich jeder auch vor Augen halten, dass man nicht zugelassen wird und denkt, naja, jetzt kann nichts mehr passieren. Es muss wirklich jetzt bis zum letzten Zeitfahren alles klappen. Wir sind hier da gerade dabei, wirklich ein großes Stück Radsportgeschichte zu schreiben als deutsches Team. Und ja, und wenn das geschafft ist, hoffe ich, dass jeder nach Düsseldorf zum Tour de France Start kommt, zur nächsten großen Rundfahrt im Jahr.